André, sag mal, warum unbedingt Vampire? Ja, also Vampire haben mich schon immer sehr fasziniert und ich wollte auch gern wirklich mal ein richtig tolles Spiel dazu spielen, aber dann nicht so à la Underworld, sondern dann tatsächlich eher so wie die alten Vampirfilme mit Christopher Lee oder wie man sie alle kennt, wo doch so einzelne verzweifelte Seelen versuchen tatsächlich so einen übermächtigen Gegner zu bezwingen. Super geil. Und wenn ihr jetzt wissen wollt, worum es heute in der Folge geht, dann würde ich sagen, bleibt dran, nach unserem Intro geht's weiter. An Bord der Raumstation Endless Sights. Ich hätte mir nicht träumen lassen, dass unsere Vision Wirklichkeit wird. Vor uns tausende Welten. Welten aus Eis, Wasser, durch und durch mit Sand bedeckt, andere durchzogen von dichtem Dschungel oder aus einer einzigen riesigen Industrieanlage bestehend. Jeder mit ihrer eigenen Geschichte, mit ihren eigenen Bewohnern, Konflikten und Problemen. Und wir mittendrin. Diese Welten zu entdecken, gemeinsam zu bereisen, Konflikte zum Besseren zu wenden. Dafür sind wir hier. Wir sind die Dysonauts. Seid gegrüßt zu einer neuen Folge eures Dysonaut Podcasts nach der Sommerpause. Wir haben uns alle erholt, draußen ist auch nicht mehr ganz so warm und wir haben alle Urlaub gehabt und sind ziemlich froh, wieder für euch da zu sein mit einer komplett neuen Folge. An meiner Seite begrüße ich den altbewährten, altbekannten Hauke. Moin, Hauke. Hallo, hallo. Hallo, hallo. Und André, herzlich willkommen bei uns im Podcast. Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein darf und ich freue mich auf die nächste Stunde. Das wird total interessant, weil du bist ja jemand, der hat sich irgendwann gesagt von wegen so, ich habe keinen Bock auf die ganzen Spiele, so nach dem Motto da draußen, ich mache jetzt mein eigenes Spiel. Vielleicht erklärst du den Leuten da einfach mal da draußen, was hast du gemacht und ja, hau einfach raus, erzähl. Ja, also mein Gedanke war tatsächlich damals, Mensch, du hast so einige Vampirfiguren, weil ich die einfach cool fand, hab die immer gesammelt, hab die dann auch im Nach und Nach angemalt, aber ich habe sie nie wirklich eingesetzt und hatte mir auch mal so das ein oder andere System angeschaut. Es gibt da ja tatsächlich nicht ganz so viele, wenn es nur um Vampire geht. Und ich wollte gerne einen Skirmisher haben und nicht jetzt irgendwas, was auf große Massenarmeen abzielt, was vom Flair her, wie gesagt, nicht jetzt so diese Hollywood-Blockbuster als Hintergrund hat, sondern tatsächlich mehr so diese alten Filmklassiker als Hintergrund hat. Und dann habe ich irgendwann gedacht, versuch doch einfach mal ein eigenes Regelbuch zu schreiben. Wie bist du dabei vorgegangen? Was hat dich inspiriert? Ja, das war eigentlich ganz spannend. Ich habe tatsächlich den ersten Wurf relativ zügig runtergeschrieben, was so die Storys anging. Habe mir Gedanken gemacht, in welcher Zeitschiene das passieren sollte. Wie gesagt, ich wollte keine Schusswaffen jetzt großartig haben, außer jetzt zum Beispiel mal einen Bogen. So dass ich sehr schnell halt ins Mittelalter gewandert bin. Dann war mir wiederum auch wichtig zu sagen, alle Örtlichkeiten, die es so gibt in den Szenarien, dass es die tatsächlich real gibt, also die kann man tatsächlich alle googeln, dass man das so in die reale Welt oder in unsere eigene Geschichte quasi einbinden kann oder einbauen kann. Und dann kam tatsächlich so ein richtig schwieriger Part, als es dann um die Profile ging. Also erstmal zu überlegen, wie soll so ein Profil aussehen? Welche Eigenschaften benötigst du eigentlich? Welche einzelnen Bewegungsabläufe oder welche überhaupt Spielabläufe sind da? Dann kamen wieder neue Profilwerte dazu. Andere sind rausgeflogen, weil ich die eigentlich gar nicht mehr brauchte. Und dann kam der schwierigste Part tatsächlich für mich, das jetzt alles irgendwie in Einklang zu bringen. Also erstmal wirklich eine Systematik zu finden, wie gestalten sich die Punkte überhaupt und ist das denn halt nachher auch noch realistisch spielbar, also auch mit einem Spaßfaktor spielbar, wenn wir zum Beispiel sagen, wir spielen jetzt mal 100 Punkte gegeneinander und es nicht zu einem großen Ungleichgewicht kommt. Mhm. Also das Balancing ist schon tatsächlich der größte Faktor oder auch der größte Zeitaufwand, den man denn tatsächlich danach hat. Okay, und wann hast du damit angefangen, Bloody Kisses zu schreiben? Weißt du das noch so? Das war irgendwann Oktober, November habe ich so die ersten Notizen tatsächlich geschrieben in 2019. Ende 2019 hatte ich die komplette Story und den eigentlichen Spielablauf auch fertig.
Und dann kamen halt ganz, ganz, ganz viele Testspiele und da möchte ich an dieser Stelle auch mal den Manuel grüßen, der mich da echt mega unterstützt hat, immer wieder mit mir zusammen gespielt hat, auch mal so seine eigenen Ideen reingebracht hatte oder auch sagte so, Mensch, das ist jetzt noch nicht so ganz, dass es wirklich Spaß macht. Ja, es funktioniert, aber da fehlt noch so ein bisschen der Spaßfaktor. Und schlussendlich fertig war es dann tatsächlich, ich sag mal so ein Dreivierteljahr später. Mhm. Ich muss sagen, ich habe mit Vampiren immer relativ wenig am Hut gehabt, ne? Also das war für mich nie so Kreaturen, wo ich immer so drauf, ja, so drauf gelookt habe. Ich weiß nicht, Hauke, wie ging's dir dabei? Also ich weiß, dass ich als kleines Kind bin ich total durchgedreht, als ich mal in der Fernsehzeitschrift, das war die TV Hören und Sehen damals, gelesen habe, dass es einen Film gibt, Tanz der Vampire. Da hatte ich dann jahrelang Angst vor Vampiren. Ich habe noch nicht mal einen Film gesehen, ich habe es nur in der Zeitschrift gesehen. Halt, ne? Und als ich dann doch ein bisschen reifer wurde, gab es ja dann den Film Interview mit einem Vampir. Und das fand ich schon ziemlich geil. Leider habe ich die anderen Anne Rice Romane bisher noch gar nicht gelesen, obwohl meine Frau die alle hier hat. Ja, hast du auf jeden Fall noch Asche was auf zu tun. Mein Haupt. Ja, Asche auf der Haupt. Ne? Also, ich hatte damals immer nur Angst vor Clowns, aber das ist eine andere Geschichte, die erzähle ich irgendwann in einer anderen Podcast-Folge. ich hatte irgendwann mal, was ich ja gerade sagte, so noch nie so wirklich Kontakt mit Vampiren. Aber dann kam Netflix mit der Castlevania-Geschichte. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, da habe ich vorgesessen und mir fiel erstmal die Kinnlade runter, ne? So mit diesem Anime-Stil. Alter Falter, habe ich nur gedacht. Und wie man so Vampire auch mal so anders darstellen kann, außer dass sie plötzlich glitzern und von Baum zu Baum springen und irgendwelche Highschool-Girls irgendwo abschleppen. Alter Falter, habe ich gedacht, von wegen so, das ist geil. Wenn man daraus in der Welt, die auch so dreckig und düster und so richtig voller Scheiße gewesen ist, eingetaucht ist, ich habe gedacht, von wegen so, Alter, wie geil ist das denn? Diese ganze Story um Dracula und Hammer. Und da habe ich gedacht von wegen so, ey geil, guck mal. Und dann kam André um die Ecke und hat gesagt, pass mal auf, ich habe hier einen Tabletop, das heißt Bloody Kisses. Das handelt von Vampiren, das ist ein Skirmish-Spiel. Ja, also Castlevania kam tatsächlich, ich glaube, danach dann bei Netflix raus oder ich habe es erst sehr viel später gesehen. Also mich hat Vampire eigentlich schon immer wirklich fasziniert, schon von Kindesalter an. Und ich habe hier auch von Wolfgang Holbein so eine Buchreihe. Das sind, ich weiß gar nicht, 13, 14 Romane, wo es nur um einen Vampir geht, der quasi durch die Jahrhunderte geht. Auch immer mit einem geschichtlichen Hintergrund, wo man tatsächlich auch so einige historische Begebenheiten wiederfindet. Und was mich tatsächlich früher schon immer geflasht hat, dann eine Zeit nicht mehr und dann plötzlich seit 4, 5 Jahren doch wieder ganz extrem, das sind tatsächlich die alten Klassiker, so mit Christopher Lee zum Beispiel. Die sind auch immer sehr düster. Es schwebt mal eine gewisse Verzweiflung mit bei den Protagonisten, die versuchen da diesen Vampir da Herr zu werden, der einfach so übermächtig erscheint mit seinen Fähigkeiten, dass er halt auch sein Gegenüber paralysieren kann. Du kannst dich nicht wehren, gehst auf ihn zu, obwohl du eigentlich weißt, so, der wird mich gleich hier komplett aussaugen. Und das hat mich schon immer sehr geflasht. Und das wollte ich dann dementsprechend auch mal in einem Regelwerk dementsprechend einfangen. Finde ich eine total spannende Geschichte. Vor allen Dingen, weil du dir ja auch dann Gedanken darüber gemacht hast, das Ganze als Skirmisher zu machen und nicht gerade irgendwie so als typische, so wie wir ja unsere Geschichten gerade hatten, Rank and File zum Beispiel, wo ich mehrere Blöcke aufstellen muss, die dann halt gegen andere Blöcke Vampire spielen. Also so eine Art Abklatsch von Warhammer Fantasy zum Beispiel. Ja, genau. Also da hast du bei Bloody Kisses tatsächlich mehr dieses: jede Entscheidung, die du triffst, kann deine letzte gewesen sein, weil fehlt einer von deinen vier Mitstreitern, dann ist Feierabend, dann weißt du schon, du hast keine Chance mehr. Und es gibt tatsächlich auch so einzelne Figuren, wie zum Beispiel Dorfbewohner, wenn du da zu wenig von hast, dann brauchst du es nicht mehr versuchen, dann hast du verloren. Mhm. Hauke, wollen wir vielleicht mal irgendwie mit André reingehen in die Geschichte, welche Fraktionen gibt es dort eigentlich oder welche Möglichkeiten gibt es eigentlich, Minis auszuwählen? Auf jeden Fall. Ich habe das Ganze noch überhaupt nicht richtig begriffen, aber ich bin total gespannt wie ein Flitzebogen halt. André, nimm uns doch mal mit. Welche Klassen, welche Minis, welche Einheiten kann ich spielen?
Ja, es ist aufgeteilt quasi in drei Geschlechter, nenne ich es mal. Ist einmal das Geschlecht der Vampire mit unterschiedlichen Protagonisten, die du da nehmen kannst. Also einen ganz normalen klassischen Vampir oder halt einen Vampirfürsten. Dann auch mal sowas wie Unterstützer dabei, wie zum Beispiel Wiedergänger, also nicht den klassischen Zombie. Auch sowas kann man zum Beispiel googeln, dass es in den einzelnen Sagen schon sowas wie Wiedergänger gibt. Das sind dann auch meistens so die Diener der Vampire. Und im nächsten Erweiterungsbuch wird es dann auch noch weitere Protagonisten dazugeben. Dann gibt es die klassischen Menschen, die sich da aufteilen in einfache Dorfbewohner, in Kleriker, in Mönche, in Krieger, die sich wirklich auch den als Söldner verdingen, sage ich mal, oder aber auch dann richtige Bestienjäger, die sich zur Aufgabe gemacht haben, sämtliche Kreaturen zu jagen. Und dann gibt es natürlich auch, den durfte ich natürlich nicht außen vor lassen, den Erzfeind der Vampire, die Werwölfe. wo du dann halt auch unter Werwölfen aussuchen kannst, Wolfsmenschen, die halt ein bisschen kleiner sind, nicht ganz so stark sind und dann auch ganz normale Wölfe, die halt dem Ruf des Werwolfes folgen und auch da wird es demnächst noch weitere Protagonisten geben, die man da auswählen kann. Total spannend. Jetzt gilt es natürlich auch als Dorfbewohner mit seiner fackelbewehrten Mannschaft und mit Mistgabeln bewaffnet durch die Gegend zu ziehen und natürlich dann auch die Viecher dann zu kloppen. Welche Möglichkeiten haben denn, sag ich jetzt mal, wenn wir mal anfangen und wir bleiben erstmal auf der lebenden Seite, bevor wir auf die tote Seite wechseln, welche Möglichkeiten haben denn so diese Einheiten? Vielleicht fangen wir einfach mal an mit den ganz normalen Dorfbewohnern. Also mal so, das sind für mich so, ja, Bauern und Hufschmiede. Genau. Also die Dorfbewohner haben tatsächlich auch in ihrem Profilwert standardmäßig eine Bauernwaffe mit dabei, mit der sie dann halt einen Modifikator haben auf ihren Würfelwurf, wenn es denn darum geht, den Vampir zu attackieren oder auch halt den Werwolf, wenn man zum Beispiel das Szenario Wolfsjagd spielt. Sie haben Möglichkeiten, Fackeln dazu zu kaufen, Steinschleudern, Bögen, Schwerter, also so alles so diese klassischen Waffen, die man so aus dem Mittelalter kennt. Und jede Waffe hat halt dann die Möglichkeit, die auf deinen Würfelwurf noch einen Bonus zu geben. Kann aber auch sein, dass sie dann bei der Nahkampfermittlung einen Malus haben, weil sie halt eine große Axt schwingen müssen oder eine unhandliche Waffe haben, wie zum Beispiel so eine Bauernwaffe. Ne, wie man so eine Heugabel ist ja nicht für den Kampf konzipiert, ist halt ein bisschen schwieriger dann im Nahkampf zu handhaben. Und ganz wichtig ist es, also gerade für so schwache Modelle wie die Dorfbewohner, dass sie immer zusammen angreifen. Also es greift einer an mit einer etwas stärkeren Waffe und zieht natürlich andere Figuren mit, um einfach die Oberhand zu bekommen in der Anzahl der Würfel, weil so ein Vampir tatsächlich sonst jeden Dorfbewohner einzeln auseinanderreißt. Das ist so geil. Ich habe gerade so einen richtigen wütenden Mob, der durch die Straßen von keine Ahnung was läuft. Hinter brüllen sie alle von wegen tötet ihn und die Schatten tanzen quasi an den Wänden und man hört, wie die mit ihren Mistforken da irgendwie über die Straßen ziehen und so. Oh, das ist geil. Ja, also genau diese Szenarien hatte ich dann auch vor Augen, wo ich sagte, das musst du irgendwie in ein Spiel bringen. Und bin ich auch sehr froh drum, dass ich da einige Minis gefunden habe, weil es ja ein agnostisches Spiel, also ich habe keine eigenen Miniaturen dazu entworfen. Noch nicht, vielleicht kommt ja dann irgendwann mal was, wenn ich noch jemanden finde, der sehr gut Minis auch designen kann, weil das ist nicht gerade das meine Stärke, sage ich mal. Und da gibt's zum Beispiel von Reaper oder Westwind, da gibt's so geniale Minis, sage ich mal, die dann wirklich in der einen Hand eine Forke haben, in der anderen die Fackel. Da gibt's einen Totengräber, der dann mit so einer Laterne und seinem Hut dicht ins Gesicht gezogen. Das sind schon klasse Posen dabei. Hauke, das würde zum Beispiel bedeuten, dass wenn ich mir mal jetzt eine Imperiumsarmee anfangen würde, könnte ich die gegen deine Vampire schicken? Das bringt mich gleich zur nächsten Frage. Meine Fraktion, wie viele Modelle sind denn das, die ich da aufstelle halt? Also in der Regel spielt man so zwischen 3 bis 6 Modelle. Man kann natürlich auch größere Spiele spielen. In den Szenarien, die ich mit in dem Regelbuch reingepackt habe, ist es tatsächlich so maximal 6, 7 Modelle, die du da wirklich spielst, eben um wieder immer so diesen Druck aufzubauen,
ist das jetzt das Richtige, was ich mache? Kann ich jetzt wirklich angreifen? Also du bist immer wieder in diesem Gedanken drin, soll ich das jetzt tun oder warte ich lieber noch? Dass halt da auch passieren kann, dass ich sonst den Gegenschlag einfach nicht mehr aushalte. Vielleicht kannst du das noch mal ein bisschen genauer aufziehen. Also sagen wir mal, ich spiele jetzt mal Vampire. Oder nein, machen wir anders. Ich spiele die Bauernschaft. Wie würde ich so eine Bauernschaft da oder so eine Dorfbewohner, wie würde ich die als Fraktion aufbauen? Also geht das nach Punkten, nach wonach? Genau, also es gibt Punktwerte für die einzelnen Modelle und auch Punkte für die einzelnen Waffen. Und man kann entweder ein freies Spiel spielen, wo man sagt, wir spielen jetzt 100 Punkte und jeder wählt frei aus. Also so, wie man es eigentlich im klassischen Tabletop kennt, wenn man freie Spiele spielt. Und in den Szenarien ist tatsächlich meistens vorgegeben, nein, ist eigentlich immer vorgegeben, wer dagegen wen kämpft und wie viele. Also da gibt es dann Szenarien, wo dann wirklich steht, man hat zwei Vampire plus drei Wiedergänger und kämpft gegen fünf Dorfbewohner, die noch 10 Waffenpunkte hat, die man frei ausgeben kann, wie man möchte. Und stellt dann seine Figuren entsprechend der Szenarien auf. Es kann manchmal sein, dass man direkt schon in der Mitte des Spielfeldes beginnt oder aber von zwei entgegengesetzten Seiten. Und vom Spielablauf ist es dann her, dass man die Initiative erwürfelt. Und derjenige, der die Initiative gewonnen hat, bewegt als erstes alle seine Figuren. Danach kommt dann die Fernkampfphase oder aber eine mystische Phase. Das kann man sich dann aussuchen, wenn man Modelle hat, die einen mystischen Angriff zum Beispiel starten können oder die mystische Kräfte entwickeln können, wie zum Beispiel das Heilen eines befreundeten Modelles oder aber das Paralysieren eines Gegners, damit er sich nicht mehr bewegen kann, sich nicht wehren kann. Und danach wird der Nahkampf abgewickelt. Und da muss man schon genau überlegen, bei der Bewegung zum Beispiel, wen bewege ich als erstes, wenn ich einen multiplen Nahkampf zum Beispiel ausführen möchte, wo ich mit drei Bauern einen Vampir angreifen möchte, zählt immer das Modell, was als erstes sein Gegenüber berührt von der Base her. Das ist der Hauptakteur in dem Nahkampf und dessen Waffe zählt und alle anderen sind nur Unterstützer und generieren weitere Würfel. Das heißt, wenn ich einen Bauern habe, der rein zufällig ein Schwert dabei hat, und habe einen Bauern, der jetzt nur eine Mistforke dabei hat, wäre es sinnvoller, den mit dem Schwert als erstes ran zu bewegen, damit er seinen Bonus des Schwertes noch ziehen kann. Ansonsten zählt halt der Kampfwert der Mistforke, die halt nicht ganz so gut ist. Und dann muss man tatsächlich, danach ist der Nächste dran, macht genau das Gleiche, macht seine Bewegung, seine Fernkampfphase oder mystischen Angriff und dann seinen Nahkampf. Das heißt, da hat man schon mal den ersten Gegenschlag, den man bekommt. Und danach wird wieder die Initiative gewürfelt. Und da kann es natürlich passieren, dass dann der Gegenüber die Initiative bekommt und man kriegt noch einen Gegenschlag unter ganz schlechten Umständen. Ja. Und das ist eigentlich genau das, was ich auch da erzielen wollte, dass man sich wirklich überlegen muss, wage ich es jetzt anzugreifen oder sollte ich noch versuchen, ihn irgendwie durch taktisches Hin- und Herbewegen, den erstmal so ein bisschen zu separieren, um ihn vielleicht aus einer Gruppe zu lösen? Oder habe ich jetzt die Möglichkeit, durch irgendwelche Sonderregeln oder durch einen mystischen Angriff so einen durchdringenden Schlag zu erwirken, um halt dem Gegenüber Lebenspunkte zu ziehen? Und das ist das Fiese halt tatsächlich bei Vampiren. Ein Vampir, der hat natürlich auch mystische Angriffe, da hat er auch ein paar mehr von. Er kann zum Beispiel einen Blutsauger machen, das heißt, er saugt seinem Gegenüber das Blut aus, das heißt, man verliert einen Lebenspunkt. Ein Dorfbewohner wäre dann tot zum Beispiel, weil er nur einen Lebenspunkt hat, den er verlieren kann. Der Vampir gewinnt dadurch aber einen verlorenen Lebenspunkt wieder. Dann gibt es natürlich auch noch Möglichkeiten, dass ein Vampir sagt, er macht jetzt einen Schattensprung, das heißt, er wird so nebulös, kennt man auch vielleicht aus dem einen oder anderen Film und kann dadurch natürlich auch Hindernisse überwinden, kann durch geschlossene Türen Wände in einer geraden Linie und sich dort wieder materialisieren. Das ist quasi sowas wie eine zusätzliche Bewegung. Oder aber auch, dass er halt seinen Gegner paralysiert und auf sich zubewegen lässt und der Gegner kann einfach gar nichts mehr machen. Also er kann sich nicht wehren, er kann nicht mehr zuschlagen, sondern ist tatsächlich komplett paralysiert.
Gut, das reicht ja erstmal so als grob Überblick, damit man überhaupt eine Vorstellung hat, wovon wir eigentlich reden halt. Ne? Mhm. Pibi, du hattest ja ganz am Anfang gefragt, wie André das aufgezogen hat mit seinem eigenen Buch. Wie hast du das denn technisch gemacht? Also hast du erstmal angefangen, eine Word-Datei zu schreiben, wie ging es weiter? Ja, also tatsächlich eine Word-Datei, erstmal alles runterschreiben. Ich weiß nicht, wie viele Excel-Listen ich habe, wo ich mir auch erstmal Notizen gemacht habe, damit ich die erstmal alle gebündelt habe, Waffentabellen aufgebaut, dann Formeln erstellt, um die Punktwerte zu ermitteln. Und das habe ich dann alles tatsächlich zusammengefügt, dann viele Fotos gemacht, damals sogar mit einem Fotografen zusammen, viele Fotos dann auch erstellen lassen, die ich dann in das Regelbuch mit einführen konnte. Dann angefangen, so einzelne Symbole zu kreieren, wie zum Beispiel diese Vampirrune, die man auch direkt vorne auf dem Regelbuch sieht, mit verschiedenen Programmen dann halt bearbeitet, damit das so ein bisschen blutiger aussieht, und das Ganze dann tatsächlich irgendwann layouttechnisch so zusammengebastelt, dass ich sage, Mensch, das ist jetzt ein nettes Regelbuch. Wichtig war mir auch, dass es einfach gehalten ist von den Regeln her, dass man als Einsteiger da sehr schnell reinkommt und dass es dementsprechend auch relativ günstig bleibt, und habe das dann tatsächlich in Druck gegeben und war sehr fasziniert, als ich dann tatsächlich den ersten Testdruck in den Händen hielt und feststellte, dass von dem Layout vieles nicht passt und ich nochmal alles neu anfordern konnte. Scheiße. Ja, das ist dann halt, was man in Word sieht und was nachher wirklich, wie es ausgedruckt aussieht, das ist dann doch schon ein himmelweiter Unterschied. Ja. Oder dass Bilder nicht richtig eingerückt sind und. Und doch schlussendlich war es dann so weit, dass ich sagen konnte, so, jetzt habe ich wirklich ein kleines Werk, was ich dementsprechend auch so drucken kann und dann auch mal unter die Leute bringen kann, um einfach mal zu schauen, was halten denn andere davon. Ja. Seit wann ist dein Buch auf dem Markt verfügbar? Ich habe tatsächlich erst letztes Jahr im Dezember angefangen, es dann tatsächlich auch auf den Markt zu bringen. Das mache ich tatsächlich auch über den Laden Mini Arts in Beckum, der es dann auch dementsprechend bei sich im Laden ausliegen hat und auch, wo man es online bestellen kann. Ja, und jetzt geht's dieses Jahr erst auch so richtig los mit einzelnen Conventions. Also ich werde auf der Taktika sein. Ich bin am 20. bei den Top Tables zu einem Demo-Tag. Anfang September ist in Beckum dann die Mini-Con, wo man sich das anschauen kann. Und was mich sehr freut, ist, dass tatsächlich der Zulauf auch wirklich sehr gut ist, dass es sehr gut ankommt, sich auch dann wirklich die ersten Spieler gemeldet haben und sagen, Mensch, wie toll, und hier, ich hätte noch Ideen, man könnte noch dieses, jenes machen. Und es kam tatsächlich dann auch eine Anfrage, was mich richtig gefreut hat, über das Museum Abtei Liesborn. Die haben am 28. August geht es los, eine Ausstellung zum Thema Mönche und Nonnen im Spiel. Das heißt, die haben da dann eine Ausstellung, wo man dann auch sich Brettspiele und auch Tabletop-Spiele quasi angucken kann oder auch sich einfach nur Szenen aus diesen Spielen anschauen kann, wo ich dann auch ein Diorama zu bauen durfte, wo man dann einfach mal so Szenen sieht, wie eine Gruppe von Kriegernonnen von Werwölfen überfallen wird, oder aber wo eine Gruppe von Mönchen versucht, zwei mächtige Vampirfürsten in Schach zu halten. Und da bin ich schon sehr gespannt auf die Präsentation und vor allem auch, was es da so weitere Beiträge geben wird. Das klingt auf jeden Fall nach Plan, ne? Also muss man mal sagen, ne? Das ist schon durchdacht. Ich habe mal gerade geguckt nach Beckum. Ich war auch so, das kennst du doch alles, aber konnte nicht genau einen Finger drauf legen. Das ist ja Kreis Warendorf, ne? Das ist ja eigentlich gar nicht so weit um die Ecke von Peewee und mir. Ja, ganz genau. Wollte ich gerade sagen. Und André kommt ja quasi eine Stadt unter mir. Also 12 Minuten. Ich wollte gerade sagen, du musst ja nur die Landesgrenze quasi kurz überqueren und dann bist du quasi schon da. Ja, noch nicht mal ganz, ne? Also ich brauche nur die B68 hier runterfahren, dann bin ich ja schon da. Dann passt das ja. Deswegen. Also von daher, ich finde sowas cool, was plötzlich alles so Tabletop-mäßig bei einem so vor der Haustür passiert. Ist irre. Hammer, oder?
Ja, also definitiv. Also es freut mich auch sehr zu sehen, wie es immer weiter wächst und welche Möglichkeiten sich da alle bieten und was da alles jetzt hochkommt. Klar, es gibt auch so Punkte, wo man sagen muss, Mensch, geht das in die richtige Richtung? Also ich finde 3D-Druck cool, muss ich sagen. Also was es da mittlerweile für Minis gibt, ist der Wahnsinn. Ich bin da eher so die alte Fraktion. Ich liebe einfach die alten Metall-Minis. Aber es ist schon Wahnsinn, was da kommt, wo ich mich dann aber auch irgendwann frage, okay, wird das einfach die Zukunft irgendwann sein und es gibt nur noch die gedruckten Minis oder muss ich mir demnächst tatsächlich auch einen 3D-Drucker kaufen und kann mir nur die Dateien dann runterladen oder erwerben, um meine Minis selber ausdrucken zu müssen, weil sie keiner mehr handeln will. Also bin ich schon gespannt, wie das da weitergeht. Das ist auf jeden Fall Stoff für eine eigene Tabletop-Folge mit uns zusammen. Also von daher, Definitiv. das dieses in die Glaskugel gucken, das werden wir definitiv auch nochmal machen. Ich bin sehr, sehr gespannt, auch was die Zukunft dann bringt, ne? Also ich sag mal so, Stichwort Zeocast zum Beispiel. André, würdest du uns einfach mal mitnehmen? Wir tun jetzt einfach mal so, als ob wir eine kleine Mission aufgestellt haben und du nimmst uns jetzt einfach mal mit in sowohl die Figurenauswahl, vielleicht eben kurz die Figuren oder die Einheiten nochmal kurz erklären und einfach mal so ein Beispiel Spielzug mit uns einfach mal durchgehen. Ja, gerne, auf jeden Fall. Okay, dann so als Beispiel, es soll ein neuer Vampir wiedergeboren werden oder erhoben werden oder je nachdem. Auf jeden Fall soll der als Vampir zurückkommen. Und das finden die Dorfbewohner natürlich total scheiße und haben sich bis an die Zähne bewaffnet mit Fackeln, mit Mistforken und Flegeln und wollen auf den örtlichen Friedhof doch mal ein bisschen für die nötige Totenruhe sorgen. Ja, also das ist natürlich so ein Szenario, wo ich sagen würde, Mensch, klar, wir brauchen als erstes mal einen schönen Friedhof mit vielen Grabsteinen, mit Grüften. Es spielt natürlich in der Nacht ab, wie es bei solchen Szenen immer ist. Und die Dorfbewohner kommen jetzt tatsächlich an diese Friedhofsmauern oder an die Pforte der Friedhofsmauern, werden diesen Friedhof betreten, bewegen sich also einzeln ihre 10 Zentimeter und steuern die ersten Gräber an und müssen jetzt würfeln mit einem W6, ob sie schon das gesuchte Grab gefunden haben. Bei einer 5 oder 6 haben sie das richtige Grab gefunden. Ansonsten müssen sie weitersuchen. Und wenn sie es gefunden haben, fangen sie natürlich an auszubuddeln, wollen diesen Sarg hervorholen. Natürlich wollen aber auch die Vampire, da werden dann wahrscheinlich so zwei Vampire auch ebenfalls auf dem Weg sein zu diesem Friedhof, um ihren neuen Bruder oder ihre neue Schwester begrüßen zu dürfen. Und finde das bestimmt nicht so prickelnd, dass da jetzt irgendwelche Dorfbewohner anfangen, da die Gräber alle auszubuddeln. Weil sie schon sehen, Holzflock ist mit dabei. Und ein Holzflock und ein Vampir, die vertragen sich einfach überhaupt gar nicht. Und bewegen sich ebenfalls auf diesen Friedhof zu, haben ihre Bewegungsphasen, bewegen sich dann halt etwas schneller mit ihren 12 Zentimetern, machen noch einen Schattensprung, um halt nochmal eine zusätzliche Bewegung haben, um schnell ranzukommen. Und schon entbrennt eigentlich auch der große Kampf. Das heißt, die Dorfbewohner würden jetzt anfangen, mit ihren Waffen sich zusammenzurotten, immer in kleinen Grüppchen mit zwei, drei Figuren auf einen Vampir versuchen einzuschlagen oder ihn zurückzuhalten, damit die anderen weiter suchen können. Und sobald sie das Grab gefunden haben, haben sie die Möglichkeit, mit einem W10 zu würfeln, ob denn halt dieser Sarg auch zerstört wird. Der Sarg hat, ich sag mal, sowas wie Strukturpunkte oder auch Lebenspunkte, so dass man zwei, drei Schläge braucht, auch um diesen Sarg zu zerstören. Und im Laufe des Spiels wird natürlich dann auch der ein oder andere Vampir auch mal einen Lebenspunkt lassen und würde dann natürlich versuchen, in der mystischen Phase durch einen Blutsauger sich diesen Lebenspunkt wiederzuholen. Sehr fatal natürlich für die Dorfbewohner, die haben alle nur einen Lebenspunkt. Das heißt, sobald sie einen verlieren, hat der Vampir, der den Blutsauger durchgeführt hat, auch seinen Lebenspunkt wieder aufgefüllt. Und so wird das dann wahrscheinlich so ein bisschen hin und her gehen. Man versucht, die beiden Vampire immer abzuhalten, bis dann schlussendlich hoffentlich der Sarg hervorgehoben ist und dann auch zerstört wurde. Oder aber die Vampire tatsächlich alle Dorfbewohner ausgerottet haben und ein neues Mitglied in ihrer Familie aufnehmen können.
Das heißt also, sie müssten jetzt rein theoretisch gar nicht die ganzen Dorfbewohner aussaugen, ansaugen oder auslöschen, sondern es würde einfach rein theoretisch reichen vom Szenario her, wenn die den wirklich ausgebuddelt haben und ja, fertig. Ja, also die bei den Vampiren wäre es schon tatsächlich so, dass die sowas natürlich nicht zulassen und da gibt es natürlich eine Sondermission, alles ausrotten, was hier sich uns in den Weg stellt. Während es für die Dorfbewohner tatsächlich reicht, diesen Sarg zu finden und den zu zerstören, wird wahrscheinlich auch das Sinnvollere sein, weil zwei Vampire auf einmal zu vernichten, wird für die Dorfbewohner schon sehr schwierig sein. Da ist es, glaube ich, schon erfolgsversprechender, schnell den Sarg zu finden, diesen zu zerstören. Also da haben wir auch verschiedenste Testspiele gehabt und auch eins mit den Kollegen von Osnagiliad, auch einer Spielvereinigung hier aus dem Osnabrücker Raum. Und es war bislang eigentlich, ich sag mal, zu 99,9% so, finde den Sarg und mach den Sarg kaputt, weil die Vampire dezimieren hier gerade einen Dorfbewohner nach dem anderen. Ja, sehr schön. Für die Vampire ist Bewegen ja relativ einfach, ne? Gerade was du sagtest mit diesem Schattensprung zum Beispiel. Wenn ich jetzt Dorfbewohner habe, die zum Beispiel über so ein matschiges Feld laufen, dann hast du ja gesagt, normales oder schwieriges Gelände. Finde ich total gut, weil es ist einfach. Ganz genau. Also das hatte ich mir tatsächlich, als ich angefangen habe oder wo ich drüber nachgedacht habe, auch als erstes aufgeschrieben, was möchte ich mit dem Spiel erreichen. Es soll einfach sein, es soll ein Einsteigerspiel tatsächlich auch sein. Und dann natürlich die Atmosphäre zu schaffen. Aber richtig wichtig war für mich tatsächlich, gestalte es so, dass man da relativ schnell reinkommt. Es gibt halt Besonderheiten, es gibt Sonderregeln bei den einzelnen Figuren. Ein Werwolf zum Beispiel, den interessiert sowas nicht, der flitzt da einfach so durch. Oder wie gesagt, der Vampir, der über den mystischen Angriff oder seine mystische Phase dann halt die Möglichkeit hat, sich einmal Nebel aufzulösen, da drüber zu kommen. Aber das Grundgerüst als solches soll einfach und verständlich sein. Dementsprechend auch so tatsächlich gewählt. Bewege erst alle deine Figuren, dann machst du den Fernkampf oder den mystischen Angriff, dann kommt der Nahkampf, dann ist dein Gegenüber dran, dann ist eine Spielrunde beendet und dann geht's von vorne los mit dem Initiativewurf und wir durchlaufen wieder diese einzelnen Phasen. Okay, das ist ja, das habe ich bei Age of Sigmar auch schon gesagt, das ist ja wieder etwas altertümlich, so ein bisschen, ne? So I go, you go, ich mache erst meinen kompletten Zug, dann machst du deinen kompletten Zug. Warum hast du dich dafür entschieden und warum hast du dir nicht gesagt, von wegen, es ist eigentlich viel cooler, wenn die Figuren oder Einheiten immer abwechselnd aktiviert werden können? Das habe ich tatsächlich bei einem anderen Spiel, bei diesem wollte ich aber eher auch wirklich diese Situation hervorbringen, dass man wirklich überlegt, tue ich das jetzt oder tue ich das lieber nicht, weil der andere hat ja noch seinen Zug und wenn ich danach die Initiative verliere, dann habe ich definitiv die Seite schon mal verloren, weil ich keine Chance mehr habe. Also man wird immer wieder in diese Verzweiflung getrieben. Ich könnte jetzt angreifen, aber ist es jetzt das Clevere oder muss ich eher versuchen, den Gegner zu separieren, um ihn dann nochmal geballt angreifen zu können oder habe ich jetzt nochmal irgendwie eine Möglichkeit, über einen mystischen Angriff nochmal eine Zusatzaktion zu erwirken, kann ich mich danach nochmal heilen? Also, obwohl es so einfach gehalten wird oder so gehalten bleibt, musst du immer wieder überlegen, ist es sinnvoll, dass ich das jetzt tue, weil man eben dieses, wie nennt man das, Double Challenging hervorrufen kann, was einen immer wieder dazu zwingt, ganz konkret nachzudenken, mache ich das jetzt wirklich? Dasselbe kann auch passieren, wenn ein Vampir gegen einen Werwolf kämpft. Ein Werwolf, der natürlich sehr stark ist und wenn der zweimal anfängt, auf den Vampir einzuschlagen oder versucht, ihn zu zerreißen oder sogar zu infizieren, dass der Vampir weiter im Spielverlauf seine Lebenspunkte verliert. Damit man halt nicht nur diesen, ich sag mal, banalen Schlagabtausch hat, sondern wirklich auch immer wieder überlegen muss, macht das jetzt an dieser Stelle wirklich Sinn? Ich könnte theoretisch ja, aber was wäre, wenn? Also da wird man immer wieder drauf getrieben und da passte diese Mechanik einfach besser als wirklich so dieses Abwechseln, Figuren bewegen, was ich auch sehr genial finde, gerade bei so Spielen wie Strange Aeons zum Beispiel, da habe ich das absolut geliebt. Da kam man sich vor wie in einem Schachspiel. Aber es hätte in diesem Szenario so mit dem Setting oder mit dem, was ich heraufbeschwören wollte, einfach nicht funktioniert. Wie groß ist denn das Spielfeld und wie lange dauert ungefähr ein Szenario?
Das Spielfeld ist in der Regel 60 mal 60. Man kann auch Szenarien mit 80 mal 80 Zentimeter spielen, aber normalerweise kommst du mit 60 mal 60 super hin. Und die Spiele sind tatsächlich so für Just for Fun zwischendurch und gehen von, ich sag mal, einer halben Stunde bis zu einer Dreiviertelstunde. Okay. Und es gibt auch ein Szenario, wo sich wirklich nur zwei einzelne Charaktere gegenüberstehen. Also da bist du in einer Viertelstunde durch. Okay. Das ist ja nicht mal Skirmisher, ne? Also muss man mal ehrlich sagen, ne? Das ist Skirmisher. Halbe Stunde, dreiviertel Stunde und du kannst keine Ahnung, wie viele Spiele an einem Abend spielen. Oder vielleicht irgendwie drei Spiele hintereinander mit einer quasi zusammenhängenden Story. Ganz genau. Das finde ich schon cool. Du hast dich in deinem Regelbuch, hast du dich natürlich auch so ein bisschen so, ich sag mal so, an den typischen Tabletop-Spielen so entlang gehangelt, ne? Dieses typische von wegen so, wir machen eine Initiative-Phase, es kommt die Bewegung, es kommt der Fernkampf, dann kommt was zum Zaubern und dann kommt der Nahkampf und dann gucken wir, wie es weitergeht. Hast du dich bewusst an diese Reihenfolge lang gehangelt, weil du dir dachtest, vielleicht, das kennen die Leute da draußen? Also bewusst tatsächlich nicht. Klar, ich bin natürlich auch stark beeinflusst von vielen anderen Systemen, die ich spiele. Sondern ich wollte da einfach wirklich schauen, so wie funktioniert das für mich? Also wie passiert halt tatsächlich auch was? Und ich hatte zum Beispiel als allererste Spielzug vor Augen, wie sich ein Vampir tatsächlich auf ein Opfer zubewegt, ihn dann über seine Fähigkeiten dann halt paralysiert und sagt, komm zu mir, ihn dann beißt, ihm das Blut aussaugt und das Opfer vielleicht nochmal versucht, sich zu wehren und dann in einen Nahkampf übergeht. Gut, ist später dann rausgekommen, wo ich sagte, paralysiert ist paralysiert, funktioniert nicht. Aber das war so dieser erste Grundgedanke, diese erste Szene, die ich gesehen habe, sowieso Christopher Lee tatsächlich in einem der Filme auch auf sein Opfer zugeht, mit seinen Augen wirklich in Trance versetzt, das Blut wallen lässt und sagt so, komm zu mir rüber, oder ohne es eigentlich zu sagen, dass er dann tatsächlich macht und das Opfer wirklich einfach nur noch willenlos auf ihn zugeht und dann diesen Schlag abkriegt. Und das habe ich dann umgesetzt und das ist dann tatsächlich in diese Reihenfolge gekommen, Bewegung, mystischer Angriff, Nahkampf und als ich dann sagte, es gibt noch einen Bogen oder eine Steinschleuder zum Beispiel, weil die auch sehr gut in dieses Mittelalter-Setting passt und den Dorfbewohnern auch die Möglichkeit gibt, einen Vampir vielleicht von außerhalb schon mal ein bisschen zu malträtieren, ist dieser Fernkampf tatsächlich in dieser zweite Aktion, Fernkampf oder mystischer Angriff, dann mit reingerutscht. Mhm. Okay. Ich finde, bei deinen Waffen, die du verwendest, das ist ja relativ einfach, muss man ja sagen. Also ich habe jetzt mal geguckt, wo das jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Waffen mit dem jeweiligen Profil damit bei. Das finde ich total überschaubar. Das ist, mehr braucht man, glaube ich, auch gerade nicht. Gerade für so ein kleines Spiel, nicht was du auf 60-60 spielst, mit so wenig Figuren. Und du hast ja extra reingeschrieben, so nach dem Motto, what you see is what you get. Also wenn ich da jemanden habe, da steht ein Bauer mit einem Flegel, dann hat der einen Flegel in der Hand. Also dann weiß ich, was mich erwartet. Ganz genau. Also auch da wieder bewusst einfach gehalten. Es gibt natürlich die Möglichkeit, komplexe Waffensysteme zu machen. Aber wenn ich als Anfänger in ein Spiel reinkommen möchte, dann möchte ich ja eigentlich nicht mich erstmal durch 20 Seiten Waffensysteme durchblättern und was mache ich denn jetzt und bin schon überfordert bei der Auswahl, weil ich ja gar nicht weiß, wie wirkt sich das Ganze aus, sondern ich möchte einfach eine kleine Auswahl haben, damit kann ich dann loslegen und dadurch, dass ich bewusst sagte auch, ich möchte in dieses Mittelalter-Thema reingehen, war es auch da schon mal sehr beschränkt, was gab es denn überhaupt für Waffen? Und ja, ich habe da sogar die ein oder andere noch zusammengefasst, wie zum Beispiel den Morgenstern und die Keule oder die Streitaxt oder den Streithammer. Das ist für mich quasi das Gleiche von der Mechanik her, weil sie halt auch ähnlich zu handhaben sind. Also ich habe mich immer versucht, so ein bisschen tatsächlich auch an der Realität zu halten. So, was gab es wirklich? Womit kann man wirklich arbeiten? Womit hat man auch früher wirklich gekämpft? Um so ein bisschen so diesen Anschein zu erwecken, das ist eine reale Welt. Mhm. Und das ist unsere Welt. Also tatsächlich auch die ganzen, ich weiß nicht, ob ich es schon gesagt hatte, diese ganzen Ortschaften, die es in den Szenarien, die da erwähnt werden, das sind keine Fantasiegebilde, sondern man kann tatsächlich jedes einzelne auch googeln und findet da auch einzelne Geschichten und Sagen zu, die tatsächlich so auch aus diesem Jahrhundert dann kommen.
Cool. Und du hast ja versucht, dann ja auch diese gesamten Bestien und so weiter und auch die ganzen Charaktere in Profilwerte niederzuschreiben. Wie bist du da vorgegangen, wenn du da aus dem Nähkästchen plaudern darfst? Ja, also da war für mich sehr schnell klar, ich möchte die miteinander vergleichbar machen. Das heißt, ich brauche sowas wie einen Punktwert. Und aufgrund der Mechaniken, die ich hatte, wusste ich schon, okay, welche einzelnen Profilwerte brauche ich denn? Ich brauche sowas wie eine Kampfkraft, ich brauche einen gewissen Rüstungswert, ich brauche eine Attackenanzahl, mit wie stark sind die also quasi. Für den mystischen Bereich brauche ich natürlich auch sowas wie eine Willenskraft, ich brauche eine Bewegungsreichweite und ich brauche natürlich auch etwas, wo ich sage, wie viel halten die aus, also die klassischen Lebenspunkte. Und als ich diese Parameter für mich soweit festgelegt hatte, dann habe ich nächsten Step tatsächlich als erstes so überlegt, wie stark ist denn zum Beispiel ein Mönch gegenüber einem Dorfbewohner, gegenüber einem Krieger, gegenüber einem Kleriker. Also habe das versucht, erstmal so in eine gewisse Relation zu setzen, wo ich sage, ja, das fühlt sich auch für mich richtig an. Ja, es wäre zum Beispiel für mich falsch, wenn ein Krieger eine niedrigere Rüstung hätte als ein Dorfbewohner. Ein Dorfbewohner, wie stellen wir uns den vor im 12. Jahrhundert? Abgerissene Kleidung, ein paar Leder, ein Lederwams, im besten Fall irgendwelche Schuhe, aber wirklich keine Metallteile. Also wirklich eine sehr, sehr, sehr geringe Rüstung. Und der wird wahrscheinlich auch nicht viel aushalten, weil er ist einfach nicht kampferprobt. Und habe das dann soweit tatsächlich erstmal moduliert, habe die auch wirklich immer gegenübergestellt und gesagt, passt das jetzt wirklich da rein? Und habe dann mit Faktoren gearbeitet, um zu sagen, ja, wie wichtig ist denn jetzt dieser Profilwert? Für mich ist das nun ein essentieller, wie zum Beispiel Lebenspunkte, die einen sehr hohen Faktor haben, und die Bewegung, die einen relativ kleinen Faktor haben, weil die bei den meisten eigentlich ähnlich ist. Menschen zum Beispiel können sich alle 10 Zentimeter bewegen, also die sind alle gleich. Und habe daraus dann tatsächlich verschiedenste Formeln erarbeitet, um auf einen Punktwert zu kommen, der auch überschaubar ist, damit man nicht sagt, plötzlich, wir spielen mit 1000 Punkte und dann stehen da nur 3 Figuren, sieht ein bisschen komisch aus. Ja, stimmt. Und ja, dann ging es tatsächlich in die Testspiele, um das auch einfach mal auszuprobieren. Also einmal die Szenarien durchzuspielen und dann auch nochmal zu schauen, passt das überhaupt von dem Setting her? Sind das die richtigen Protagonisten? Sind das genug auf jeder Seite, um auch eine Chance zu haben? Aber auch halt viele freie Spiele, die wir dann da getestet haben. Auch teilweise selbst wirklich, wo ich abends so einzelne Spielzüge ausprobiert habe und mich immer versucht habe, auf die andere Seite quasi reinzudenken, was würde ich jetzt an deren Stelle tun. Einfach um auch zu schauen, ist es realistisch, wenn ich sage, ich habe 5 Dorfbewohner und die haben die gleiche Punktzahl wie 2 Vampire, oder aber ist da so ein Ungleichgewicht drin, dass die Dorfbewohner überhaupt gar keine Chance haben? Mhm. Ich finde das ja, total spannend, sich Gedanken darüber zu machen, wie gehe ich an so eine Geschichte daran. Ne? Also ich sag mal, du wirst ja nicht einfach dann die Profilwerte genommen haben, ausgewürfelt und die eingetragen haben, sondern das muss dann ja nachher wirklich, wie du sagtest, dann ja auch in Relation zueinander passen. Ne? Und ich finde diese Denkweise dahinter, die finde ich immer total spannend. Deswegen finde ich es immer toll, wenn wir so Personen wie dich jetzt zum Beispiel hier haben, wo wir einfach mal solche Sachen dahinter fragen können, wie ihr da an solche Sachen rangeht. Ne? Weil für mich als Spieler ist das, okay, das steht da und dann ist das so. Ne? Man macht sich keine Gedanken darüber, wie ist das dazu eigentlich gekommen und was hat man da eigentlich für Grundlagen so nach dem Motto da irgendwie hingelegt. Ne? Ich würde beim Profilwert mal eben kurz sagen, von wegen, also es gibt zum Beispiel Kampfkraft, ne, dieses typische, was kann ich im Nahkampf wahrscheinlich machen. Ne? Rüstungswert ist auch ganz klar. Attacken ist einfach, die Willenskraft ist da, die Bewegung ist da, Lebenspunkte habe ich und was kostet mein Modell, also sprich der Punktwert und ich habe die Sonderregeln dabei. Also das ist eigentlich alles, was ich habe. Total easy. Total easy. Also das ist schon sehr, sehr geil, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Und allein schon mit dieser Spielfeldgröße und auch dieser Geschichte mit, ich brauche für ein Spiel vielleicht eine halbe, dreiviertel Stunde, lass es vielleicht eine Stunde, 15, Stunde 30 vielleicht für die Leute sein, die das Spiel vielleicht zum ersten Mal spielen. Hast du einen Tipp für die Leute da draußen, wenn sie Bloody Kisses zum ersten Mal spielen, wie sie da rangehen sollen? Ja, also fürs erste Mal spielen definitiv nutzt erstmal die Szenarien, die wirklich hinten auch
mit als Vorschläge gegeben sind, auch wirklich mit den Beteiligten, die da angegeben sind. Ich habe immer alternativ auch die Punktwerte hingeschrieben, wenn man sagt, ich möchte statt Dorfbewohnern jetzt lieber mal mit Klerikern oder was spielen, damit man halt auch mal andere Möglichkeiten hat zu spielen. Und dann wirklich einfach am Buch dran langhangeln und dann erklärt sich vieles von selbst. Wir hatten auch mal einen Testspieler dabei, der hat noch nie Tabletop gespielt. Der hat wirklich sonst nur Dungeons and Dragons und andere Pen-and-Paper-Systeme gespielt. Und der war wirklich innerhalb von einer Viertelstunde war der drin und der hat tatsächlich da Finden rausgehauen, wo ich selber dachte, da bin ich selber gar nicht drauf gekommen und ich habe das Ding entwickelt. Also wo der wirklich Spielzüge entwickelt hat, die auch sehr erfolgreich waren, muss man dazu sagen. Aber dann kommt man wirklich sehr schnell rein. Ja, und so sind eigentlich auch die Szenarien aufgebaut, dass sie so Stück für Stück etwas schwieriger werden. Dann kommt zwischendurch mal wieder eins, wo es ein bisschen einfacher ist, das dann zu spielen, um vielleicht nochmal die Spielmechanik als solches nochmal austesten zu können, wo zum Beispiel ein Krieger einen Vampirfürsten herausfordert. Da hat man nicht mehr so viel Taktisches oder Strategisches, da geht es eigentlich darauf, okay, wie funktionieren diese einzelnen Spielzüge? Und wenn man das so zwei, dreimal wirklich so durchgespielt hat, dann einfach feel free, nutzt vielleicht erstmal die Alternativpunkte und sei irgendwann auch mal mutiger und sag, okay, verdoppeln wir das Ganze. Bei der Wolfsjagd zum Beispiel, da geht es um 4 Dorfbewohner, die einen Werwolf jagen. Aber wer sagt denn, dass es nicht auch geht mit 8 Dorfbewohner, die 2 Werwölfe jagen oder aber sie jagen plötzlich einen Vampir? Mhm. Ja, also, dass man sich das auch selber so ein bisschen dann zusammenstellt und immer wieder feststellt, was für Möglichkeiten man denn doch da tatsächlich eigentlich hat, weil sie kommen aus der Situation heraus, aber erklären sich dann tatsächlich auch von selbst. Was ich sehr cool finde, ist halt, dass es ja dann Tabletop ist, nicht Fantasy, nicht Science Fiction, nicht historisch, sondern Horror, ne? Also letztendlich. Ja, könnte man tatsächlich so sagen, mit Einflüssen tatsächlich aus allem anderen, aber es hat also keinen realen geschichtlichen Hintergrund, es ist einfach nur dort eingebettet und es ist eigentlich klassischer Horror, ja. Also wer alte Frankenstein-Filme liebt, wer alte Vampir-Filme liebt, müsste sich in diesem Buch eigentlich auf jeden Fall wiederfinden. Ja, nun ist ja vor einiger Zeit, auch wie Kai aus der Kiste, Silver Bayonet rausgekommen. War das unglücklich oder hat das letztendlich für dich gar keine Bedeutung oder ist das was ganz anderes? Kann man das irgendwie vergleichen oder? Also ich habe das dann tatsächlich auch gesehen. Ich habe es nur leider noch nie selber angespielt. Also ich fand es jetzt nicht unglücklich. Klar wird der eine oder andere jetzt sagen, Mensch, ja gut, dann entscheidet er sich halt für das andere Spiel. Ich finde es eigentlich eher spannend und bestätigt mich eigentlich auch nochmal da drin, dass also genau dieses Setting das ist, was nicht nur mich umtrieben hat, sondern dass es tatsächlich auch andere gibt, die sich damit beschäftigen. Und ja. Ich mag einfach die Vielfalt und freue mich einfach über jedes System, was da rauskommt und sehe das jetzt nicht irgendwie in direkter Konkurrenz zu irgendwas. Und ich denke, ich werde es tatsächlich auch mal selber irgendwann anspielen, wenn ich dann mal weniger Testspiele für Phantasmos-Spiele mache und ich mal wieder den Kopf frei habe. Ja, also auch das neue, wie gesagt, He-Man Battlefield interessiert mich auch sehr, muss ich sagen. Ja, okay. Also von daher, nein, also ich finde das nicht unglücklich. Ich kann aber leider noch nichts zu dem Spielsystem sagen. Ich habe einige Bilder davon gesehen. Ich habe die auch echt geliked, weil das extrem geil aussah. Ist nur vom Maßstab, glaube ich, auch kleiner. Ne? Das war das 1:72 oder war das irgendwie sogar noch kleiner? Das weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass es, und deshalb kann es auch gar kein Konkurrent sein, dass es natürlich in der napoleonischen Zeit und damit in der typischen Schwarzpulver-Schusswaffenzeit spielt. Ne? Und das ist ja gerade bei dir nicht der Fall. Ja, das ist dann auch nochmal etwas, was sich da echt abgrenzt. Ich sag's immer so mit so einem Augenzwinkern, mit Silberkugeln kann jeder einen Vampir bekämpfen, versuch's mal mit einem Schwert. Oder einem Flock. Ja. Also das kommt auf jeden Fall dazu. Okay, bevor wir jetzt hier den Deckel drauf machen, müssen wir noch über Figuren reden und Gelände. Nimm uns mal mit so ein bisschen auf die Reise, wo du Figuren herbekommen hast, wie du dein Gelände gestaltet hast, wo du vielleicht auch Sachen herbekommen hast, das nochmal eben so ein bisschen. Weil deine Bilder im Regelbuch, die zeigen ja von wegen, dass du da ganz schön Gas gegeben hast.
Ja, also ich baue tatsächlich auch zwischendurch ganz gerne mal und als ich wusste, so ich mache dieses Regelbuch, habe ich auch angefangen, zum Beispiel diese Burg, die man manchmal im Hintergrund sieht, zu bauen. Die Burg ist tatsächlich auch so gestaltet, dass man die einzelnen Etagen abnehmen kann, um dann auch in der Burg zu spielen. Ja, das war dann auch die Zeit, da war ich einer der größten Einkäufer, glaube ich, beim IKEA, ne, des Tabletops, damals bei Tomarillion. Ja. Ja, aber fangen wir mal bei den Figuren an. Also in dem Regelbuch sind tatsächlich alle Minis, die man sieht, von Reaper, weil Reaper einfach eine mega große Auswahl hat. Und ich hatte damals auch dann mit Reaper direkt Kontakt aufgenommen. Ich so, Mensch, darf ich denn auch eure Minis dort ablichten? Und die haben sich auch mega gefreut und gesagt, ja, oh, mach auf jeden Fall. Das heißt, sie sind tatsächlich alle von Reaper. Es gibt aber mittlerweile auch von Passspiele, die ja eher so diesen 3D-Druck dann machen, sehr, sehr coole Minis. Westwind macht auch einige richtig tolle Minis. Und das war mir da auch dann wirklich wichtig zu sagen, Mensch, ich mache ein agnostisches Tabletop-Spiel. Nehmt das, was ihr habt, guckt, was euch da am besten gefällt. Daher auch, habe ich ja gesagt, ne, ihr müsst nicht unbedingt eine Base drunter haben. Reaper hat teilweise richtig coole Bases ja schon in den Minis mit eingearbeitet. Messt einfach von Miniaturen Ende quasi bis zum nächsten. Also da kann man sich wirklich frei auslassen. Ich als Metall-Miniaturen-Fan bin natürlich ganz klar ein Reaper-Fan. Die haben einfach eine riesige Auswahl. Ja, das stimmt. Ja. Beim Gelände ist es tatsächlich so, viel Marke Eigenbau, aber dann auch da klassische Bausätze für die Grabsteine, zum Beispiel von Renedra, die haben da ganz tolle Citerdes. Das sieht man auch in dem nächsten Buch dann tatsächlich sehen, was bald rauskommt, wo man dann auch mal so ein ganzes Dorf oder auch gleich eine kleine Stadt sieht. Citerdes ganz, ganz groß mit seinen Gebäuden dabei oder auch mit den Grüften. Das sind so tatsächlich so die Haupt Bezugsquellen für mich gewesen immer. Citerdes, Renedra, Tomarillion und dann halt viel, viel Marke Eigenbau. Ja, nur mal ganz kurz Nachfrage. Mit Marke Eigenbau meinst du jetzt, hast du selbst gebaut, ne? Und nicht bei Tabletop Basement bestellt. Ganz genau. Also da kann ich noch mal so die Brücke schlagen. Ohne die Videos von TWS wäre ich, glaube ich, aufgeschmissen gewesen. Ja. Da habe ich mir so viele Ideen halt ziehen können. Und ja, bei der Burg war es zum Beispiel so, ich habe mir da wirklich einfach nur, ja, erstmal Burgen angeschaut, tatsächlich im Internet. Wie sehen die so aus? Wie sind die aufgebaut? Okay, wie kriege ich das jetzt auf dem 28 mm Maßstab, ohne dass ich hier eine 5x5 Meter Platte brauche? Und ja, dann halt viel mit Hartschaumplatten und halt auch mit den Styrodurplatten gearbeitet, mit Gießharz, mit den halt Grasstreu und, und. Also ist einiges am Material durchgegangen. Das glaube ich. Ich glaube, Michael hat da auch super Anleitung, ne? Also was ich ja schon mal im Podcast sagte, ne? So diese schwebenden Inseln zum Beispiel. Oder ich glaube, er hat mal gezeigt, wie man Wasserfälle macht oder irgendwie sowas. Das ist schon geil, ne? Also mit kleinen Sachen große Wirkung dann erzielen, ne? Ja, Das kann der. definitiv. Ja, sehr geil. Und das habe ich auch tatsächlich versucht, ja auch in den einzelnen Szenarien so ein bisschen auch darzulegen, so Mensch, feel free, mach das, was dir gefällt, dass du deine eigene Welt von Bloody Kisses aufbaust, wo ich dann beim Gelände wirklich nur geschrieben habe, so wir haben eine Platte 60x60 und was brauchst du? Du brauchst einen Friedhof mit diversen Grabsteinen und Grüften. Ansonsten mach, wie es dir gefällt. Es soll dir Spaß machen. Du sollst damit spielen und danach sagen, boah, was war das für ein geiles Szenario? Und guck mal, wir haben sogar noch richtig coole Fotos nebenbei machen können. Ja, super cool. Super cool. Dann erzähl uns doch noch mal eben zum Abschluss, du hast es zwar vorhin schon mal gesagt, aber jetzt noch mal eben so zum zusammengefasst, wo kann man dein Buch bekommen? Wie teuer ist es? Was erwartet quasi denjenigen, der es kauft? Ja, also das Buch ist ein DIN A5 Buch, also auch praktisch, dass man es in der Tasche tragen kann. Da habe ich mich auch lange schwer getan, habe gesagt, nein, ich möchte ein kleines Buch haben, weil der Spieltisch ist schon voll mit allem anderen und da muss ein kleines Buch drauf passen. Das heißt, DIN A5 vollfarbig, 66 Seiten gibt es bei Mini Arts oder, nein, nicht oder, also Mini Arts einmal im Laden direkt oder aber halt online im Shop. Und kostet, oh, jetzt muss ich selber gerade überlegen, ich meine 17,50 Euro.
Wir packen einen Link auf jeden Fall unten drunter in die Shownotes. Da könnt ihr dann direkt zu Minyards laufen und euch das dann da kaufen. Genau. Und ja, was erwartet euch? Ein schönes Einsteiger-Tabletop, was aber auch für gestandene Hobbyisten wirklich mal so für zwischendurch so ein Bier- und Brezel-Tabletop ist, also wirklich Spaß macht. Wenn man mal sagt, Mensch, wir wollen einen Nachmittag einfach mal ein bisschen zocken, ohne jetzt hier stundenlang Armeepläne zu schreiben, dann ist Bloody Kiss ist eigentlich genau das Richtige. Perfekt. André, vielen Dank schon mal für diesen Einblick in Bloody Kisses, was ja doch schon, muss ich ganz ehrlich sagen, Lust auf mehr macht. Ja, das freut mich. Ne, wie du sagst es, ne? Also einfach ein Bier- und Brezel-Tabletop, Einsteiger. Ich habe eine kleine Matte von 60-60 da liegen, das passt auf den Küchentisch. Ich packe da ein paar Getränke neben und ein bisschen was zum Knabbern und so weiter und so fort. Und dann stelle ich da einfach mal zwei, drei Figuren auf und guck einfach mal, wo das Leben mich dann quasi hinführt. Finde ich total interessant. Wenn ihr da draußen Lust habt, Bloody Kisses einfach mal auszuprobieren, dann würde ich sagen, nehmt doch an unserem Gewinnspiel teil. Schreibt doch dazu einfach eine E-Mail, was ihr mit Vampiren verbindet oder welchen Vampirfilm oder Serie ihr besonders cool findet und vielleicht warum. Einfach an podcast@dysonauts.com und dann seid ihr mit im Lostopf. Und ich würde sagen, die Verlosung geht 4 Wochen nach Veröffentlichung des Podcastes. Okay. Damit haben wir eine ganze Stunde gefüllt. André, ich sage dir vielen, vielen Dank für die Einblicke in deine Arbeit, weil einfach mal eben so ein Regelbuch zu schreiben, ist nicht mal eben so getan, sondern da gehört ganz, ganz viel Einarbeitung und ganz, ganz viel Fleiß und Liebe dazu. Vielen Dank. Ja, den Dank kann ich nur zurückgeben und macht auf jeden Fall weiter so, ne? Vielen Dank, vielen Dank. Und ja, ich würde dann sagen, denkt an das Gewinnspiel, macht einfach mit, das dauert nicht lange. Und von daher, wir hören uns in der nächsten Folge, die wir noch bearbeiten, das schon mal dazu. Und wir werden André auf jeden Fall noch mal im Podcast haben, das kann ich auch schon mal verraten. Denn André hat ja nicht nur ein Spiel gemacht, sondern der Junge, der hat einfach zu viel Zeit und der sagt einfach von wegen... Ich mache dann noch einfach ein zweites Spiel, was fast doppelt so dick ist vom Regelbuch her wie sein Bloody Kisses. Aber dazu mehr in einer weiteren Folge, wenn wir André hier zu Gast auf der Endless Side begrüßen dürfen. Ich sage vielen Dank fürs dabei sein, Hauke, vielen Dank für die Co-Moderation. André, dir vielen Dank und ich hoffe, wir sehen uns mal auf ein Spielchen, weil so weit wohnen wir nicht auseinander, da sollten wir auf jeden Fall noch was planen. Auf jeden Fall. Alles klar. Ich freue mich. Dann sage ich schon mal auf Wiedersehen und wir hören uns bei der nächsten Folge. Bis dann und tschüss. Jo, bis so dann. Ist es. Von meiner Seite auch nochmal herzlichen Dank. Wir sind die Dysonauts und wir vertrauen auf Dennis.